Heidi Matera und Tom Meyer ermitteln jetzt wegen eines hinterhältigen Angriffs. Die Melderin hat im Treppenhaus ihren verletzten Nachbarn aufgefunden. Servus. Wunderbar. Hallo, guten Abend. Hallo. Alles klar. Hallo. Ja. Okay. Können Sie da vorbeikommen und sich am besten irgendwo zu mir hinstellen? Hallo. Ich gehe mal hier nach oben. Genau, kommen Sie hier. Hallo. Kommen Sie gerade mal mit, bitte? Dann können Sie Ihre Arbeit machen. Hallo. Hallo. Was ist denn passiert? Sie sind jetzt, mein Name ist Martina Carsten. Ich habe Sie angerufen. Sie sind die Melderin, die Frau Carsten. Frau Carsten, ja. Was ist denn geschehen? Ich kann Ihnen nicht sagen, was geschehen ist. Ich habe schon im Bett gelegen und ich habe Krach gehört. Das heißt, Sie wohnen hier? Ich wohne hier und ich habe Krach gehört im Treppenhaus und dann Geschrei und dann ist eine Tür geknallt und dann bin ich raus, habe geguckt und habe dann meinen Nachbarn da unten liegen das sehen. Das ist Ihr Nachbar? Wo wohnt Ihr Nachbar? Hier. Oh. Hier da drin, okay. Und das ist genau. Der Herr? Das ist Sebastian Brandt. Sebastian Brandt, ja. Können Sie sich erklären, warum er die Blumen dabei gehabt hat? Ich kann Ihnen überhaupt nichts dazu sagen. Als ich rausgekommen bin, hat er da so gelegen und er war nicht ansprechbar und da habe ich Sie direkt angerufen. Okay, das weiß ich gar nicht. Ich quatsch kurz mal und dann... Ja, gucken wir mal. Also, das ist, der Herr wohnt hier. Ich finde leider kein Portemonnaie. Okay, alles klar. Kein Portemonnaie? Kein Portemonnaie. Okay, pass auf, ist er überhaupt ansprechbar? Ja. Okay. Herr Brandt, können Sie mich hören? Ja. Herr Brandt, was ist denn geschehen? Können Sie mir kurz mal sagen, was hier passiert ist? Ich bin von der Arbeit gekommen, wollte eigentlich nur nach Hause, habe aber, weiß nicht, ich glaube, meinen Schlüssel vergessen. Ja. Hab geklingelt und geklopft und dann kam jemand aus der Tür raus, aus meiner Wohnung, mit einer Maske auf und hat mich die Treppe runtergestoben, glaube ich. Haben Sie sonst noch irgendwas erkannt? Was weiß ich, Kleidungsstücke, markante Sachen, Augenfarbe, Stimme, ja, Geruch? Der war so groß wie ich etwa, aber das, wie gesagt, der hat eine... Das ging auch alles so schnell. Und der kam aus Ihrer Wohnung heraus? Der kam aus meiner Wohnung raus, ja. Okay. Wozu die Blumen? Für meine Frau. Wie geht's meiner Frau? Wo ist meine Frau? Okay, wir kümmern uns so. Ist halt jetzt mal da, ne? Okay, alles klar. Also da ist wohl jetzt ein Angreifer oder beziehungsweise ein Mann aus der Wohnung rausgestürmt, hat eine Sturmhaube gehabt. Okay. Und wir sollten uns auf jeden Fall jetzt mal anschauen. Okay, dann gut, Frau Kassis, dann hat es sich mal gehört. Ja. Dann kommen wir später nochmal zu Ihnen. Frau Brandt? Ich klingel noch. Ja? Hallo? Frau Brandt, hier ist die Polizei, können Sie mich hören? Ich höre irgendwas. Da ist ein Pinsel. Ja. Hallo. Alles gut. Küche sauber? Ja. Kommen Sie mal her. Was ist denn los mit Ihnen? Ich wurde überfallen. Mein Gott. Sicherst du? Ja. Ich wurde überfallen. Oh mein Gott. Okay. Frau Carsten, bleiben Sie bitte draußen. Wir wissen ja, jetzt aber sie ist doch meine Freundin. Ja. Sie ist meine Nachbarin. Dann gehen wir gleich mal in die Küche. Bleiben Sie trotzdem kurz hier, ja? Bitte. So. Achso, alles gut. Sie ist meine Nachbarin. Was ist denn das Schlimme? Kommen Sie mal mit. Gehen Sie da rein, genau. So, setzen Sie sich vielleicht mal hin. So. Was ist denn los mit Ihnen? Da kam ein Mann mit einer Sturmmaske und der hat mich überfallen. Und ich weiß nicht, was er wollte. Der ist wieder abgehauen. Ich weiß nicht, ob der da raus ist oder da raus. Haben Sie den Mann also gekannt? Oder nein, ich konnte ihn ja nicht erkennen. Der hatte so eine Maske auf. Okay, eine Sturmmaske. Kann mir mal jemand eine Kopfschmerztablette aus dem Schlafzimmer holen? Aus Schlafzimmer, ja. Das ist zu viel für mich. Sie können auch dann ärztlich behandelt werden. Das Rettungsdienst ist draußen, das Team ist draußen. Das kümmert sich gerade um Ihren Mann. Was ist mit meinem Mann? Ja, wo ist mein Mann? Der ist im Treppenhaus. Wir haben erst gedacht, der ist ausgerutscht, aber er ist wohl umgeschmissen worden mit so einem maskierten Mann. Hat er Ihnen sonst was angetan? Hat er nein, was geglaubt, gar nicht. Was nein, ich bin total geschockt. Ich weiß gar nicht, wo der herkam und ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ah ja, das sind ja die. Die Tabletten habe ich komme sofort, warte mal. Sturmhaube. Heidi, ich habe die Tabletten, aber ich habe auch die Sturmhaube gefunden. Was? Eine Sturmhaube? Eine Sturmhaube. Hier, bitteschön, Ihre Tablette. Okay. Die waren im Schlafzimmer gelegen? Das war im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer? Ja, genau. Okay. Dass du da bist. Ihr Mann geht's gut, der wird jetzt ohne ärztlich behandelt. Den können wir auch gleich mal gucken.
In der Wohnung deutet nichts auf einen Raubüberfall hin. Ehe die Beamten deshalb ermitteln, gilt ihre Konzentration dem geschädigten Ehepaar. So, wie geht's denn mit dem Brand? Ja, das Bein ist wahrscheinlich frakturiert. Okay. Vom Sturz. Soweit ist er stabil. Ja. Geht's besser? So, hier. Gucken Sie, was wir gefunden haben. Sturmhaube in der Wohnung. Kannst du mal aufmachen? Ja. So. Ach, danke dir. Ihrer Frau geht soweit ganz gut? Okay. Oh. Oh, wie geht's dir? Geht's gut? Ja. Wie siehst du aus? Ich bin die Treppe runtergefallen. Gefallen? Naja, eher gestoßen worden. Hm. Wie gestoßen worden? Da kam jemand aus unserer Wohnung raus. Ja, wie ist der denn überhaupt reingekommen? Ist der über Dach oder Balkon oder was reingekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Klopfen an der Tür gehört. Ich dachte, du bist es. Und dann habe ich aufgemacht und wurde überfallen von diesem Mann. Hm. Und dann, ja. Das heißt, Sie haben aufgemacht, war das richtig? Genau, weil ich dachte erst das. Aber dann. Wer ist denn da jetzt? Ne? Hey, Peter, da bist du ja. So, wer ist das hier? Wer sind Sie denn? Guten Tag. Das ist mein Mann Peter. Ach, Sie sind der Carstens, oder? Ja, mein Mann. Okay, die Caro, die ist überfallen worden, bei denen ist irgendwie eingebrochen worden oder was. Mir geht's gut. Aber der Sebastian, der lag unten im Flur und der war ohne Bewusstsein. Deshalb habe ich erstmal die Polizei gerufen. Das ist jetzt Ihr Mann? Ja, das ist mein Mann. Okay, wo kommen Sie jetzt her? Ich komme vom Joggen. Vom Joggen. Okay. Ja, habt ihr gerade alles gesehen hier? Okay. Sind Sie öfter joggen ohne Strümpfe? Ja, ist besser, vom Gefühl her, von der Straßenlage und ist für mich besser. Also ich jogge auch und ich kann Ihnen sagen, ich habe immer Socken an. Okay. Und wenn es nur so ganz kurze Socken sind. Aber ja, ich finde, wenn ihr das öfter macht, soll mir ja recht sein. Okay. Na, wir haben auf jeden Fall diese Sturmhaube jetzt aufgefunden in der Wohnung. Ihnen ist auch nichts aufgefallen, dass Ihnen einer entgegengekommen ist mit einer Sturmhaube? Oder er hat ja schon eine Sturmhaube abgehabt. Du hast doch sonst immer Socken an beim Laufen. Nee, heute nicht. Ich wollte das heute mal so ausprobieren, durch den Wald gelaufen. Ja, gut, aber Socken vorhin, durch den Wald kam, da ist mir so ein Typ entgegengekommen. Der ist entgegengelaufen, aber so untypischen Jogger. Also irgendwie, da weiß ich auch nicht. Können Sie den beschreiben irgendwie? Aber nee, der ist dunkel. Also, okay. Ich, keine groß, Ahnung. Klein, nee. Schmaler. Ich bin so groß wie ich. Socken im Schlafzimmer und jetzt der Nachbar barfuß in Schuhen. Das kann in den Augen der Beamten kein Zufall sein. Tom Meyer hakt nach. Herr Carstens, haben Sie vielleicht etwas verloren? Ist es möglich? Außer Ihren Socken. Ich meine Socken habe ich nicht verloren. Okay. Ich bin ohne Socken losgelaufen. Das ist ja ganz klar. Und verloren habe ich auch nichts. Ganz zufällig habe ich da welche oben gesehen im Schlafzimmer. In meinem Schlafzimmer? Von der Frau Brandt. Was? Socken. Ja, aber bestimmt nicht meine Socken. Nein, ich sage ja nicht, dass es Ihre sind. Ja. Mal schön blau, so bläulich. Und dann habe ich noch etwas gefunden im Wohnzimmer von der Frau Carstens. Und zwar diese Sturmhaube. Sagt Ihnen das was? Haben Sie das vielleicht verloren? Haben Sie das vielleicht fallen lassen? Sie meine. Das ist nicht meine. Von Sebastian. Ich habe gar keinen. Der liegt ja jetzt am Rettungswagen. Das ist Sebastian Brandt, das bin ich nicht. Der ist Motorradfahrer, ja. Aber? Ich bin Jogger, kein Motorradfahrer. Aber wie kommt die jetzt hier hin? Ja, das was soll denn das? Also irgendjemand spielt hier jedenfalls ein Spiel, oder? Hä? Es tut mir leid, ich muss es jetzt erzählen. Ich will dieses ganze was Theater erzählen? Nicht. Sein Bein ist gebrochen und so war das nicht geklärt. Sein Bein ist gebrochen und wir haben das... Ist doch Blödsinn jetzt. Ich muss es jetzt sagen. Lass es immer schwätzen. Es tut mir leid. Es tut mir auch leid. Was tut dir denn leid? Er kam zu mir, weil es bei euch nicht so gut läuft. Und er kam zu mir und wollte einfach nur mit mir reden. Und wir haben ein Glas Rotwein getrunken. Und dann ist es irgendwie, sind wir uns nahe gekommen. In dem Moment habe ich aber gehört, dass er nach Hause kommt. Bitte sei mir nicht böse. Und in dem Moment habe ich gedacht, er kommt jetzt nach Hause. Und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Ja, so ist passiert. Wir waren uns beide einig, dass das auch nie wieder passiert. Bitte sei uns nicht böse. Aber also er kam nach Hause. Moment, und du willst mir jetzt sagen, du bist doch meine Freundin und du hast mit ihr, nur weil wir gerade mal ja, ich spinne. Es ist aus der Bahn geraten. Es, okay, es war gar nicht so geplant, wie es gerade aussieht. Kommen Sie bitte mit. Kommen Sie bitte mit. Genau, ich glaube. So. Mitten im Liebesspiel kam der Ehemann unerwartet nach Hause. In Panik zog sich der Täter die Sturmmaske über und schubste das Opfer die Treppe runter. Damit die Affäre nicht auffliegt, erfand das Liebespaar den Raubüberfall. Deshalb warf der Mann auch die Maske auf den Boden, ehe er über den Balkon türmte. Das ist aber nicht Ihr Ausweis. Nein. Oder stecken Sie öfter andere Ausweise ein in Ihren Geldbeutel? Nein. Kommen Sie mal mit.
Heidi, den Geldbeutel habe ich jetzt gefunden. Ne? Den Geldbeutel habe ich gefunden von am Rand. Gucke da, ne? Nur Schoko. Du hast den Sebastian die Treppe runtergeschmissen. Was bist denn du für ein Mensch? Es war doch nicht so geplant. Also, aber ja, nur schnell das wäre ja noch schöner. Genau, ich wollte ihn nur zur Seite schubsen und dann... Okay, Leute. Ich will auch sagen, dass ich das jetzt hier... Genau, das war keine Absicht. Hören Sie kurz mal meine Kollegin zu. So, ich würde jetzt sagen, Sie gehen wieder bitte rein. Nee, so. Ich fahre jetzt mit dem Sebastian ins Krankenhaus. Ja, oder das, machen Sie das. Genau. So, dass wir die erstmal trennen und alles. Gehen Sie und klären Sie das später. Es tut mir leid. So, du hast jetzt von ihm die ganze Personalie? Ja, ich würde sagen, ich habe ihn soweit aufgenommen. Sie müssen sich jetzt dazu nicht mehr äußern. Ich habe Sie, hiermit belehre ich Sie. Ihre Identität wissen wir jetzt. Sie ist auf jeden Fall aufgeschrieben. Sie wird für jeden von uns auf jeden Fall nochmal angeschrieben werden. Wie Sie das natürlich mit Ihrer Frau klären und jetzt handeln haben, das ist natürlich Ihre Sache. Der Täter erhält Anzeigen wegen einer vorgetäuschten Straftat und Körperverletzung. Seine Geliebte wird wegen Beihilfe angezeigt.